Herzlich willkommen zur nächsten Hearthstone Constructed Episode hier auf Replay Games for You. Ich bin so Ivo. Drexar gegen Garrosh. Sieg oder Tod, lass die Jagd beginnen. Okay, und wir spielen heute gegen einen unserer Zuschauer, gegen den Luca EMC. Gucken, was tun wir denn hier weg? Ich denke, wir behalten den Bussard und das Fass tun wir weg. Bestätigen. Okay, dann schauen wir doch mal. Der Lukas hat das der Luca hat das relativ spät angefangen. Also ich glaube, er spielt jetzt erst 2-3 Tage. Also nicht wundern. Falls jemand anders auch gerne mal Viewer-Matches machen möchte, mich einfach adden und mal nachfragen. Ich habe da keinen Schmerzen mit. Ich denke, spielen können wir das. Was ihr wolle! Oh, okay. Ich denke, wir machen das so. Ich glaube nicht, dass wir hier eine großartige Bussard an Leash-Kombo brauchen werden. Das war schon mal gut. Das heißt, unser Bussard bleibt auf dem Feld liegen. So wie es aussieht. Gut, gut, gut. Ich denke, wir werden den hier buffen und den töten, damit unser Bussard weiter auf dem Feld bleibt. Hier hätten wir natürlich auch was rausbekommen können, das es getötet hätte, aber es wäre halt auch ein bisschen blöd gewesen. Das Beste wäre wohl Misha gewesen, aber das wäre dann riskant gewesen. Weil er ja seine bufft. Das Dingo! Ja! Aber wenn er den Bussard halt nicht wegbekommt, sieht das halt schon eher schlecht für den Luca aus. Ich denke, das Match ist schon ziemlich schnell vorbei. Aber ist irgendwo ja auch klar. Ich meine, ich habe mittlerweile 2000 Matches oder sowas gemacht. Und wenn dann jetzt jemand frisch angefangen hat, wäre es ja auch ein bisschen peinlich, wenn ich verlieren würde. Aber wie gesagt, auch gerne erfahrenere Spieler, die mal gegen mich spielen möchten, gerne adden und einfach mal anschreiben. Ich habe gesehen, einer unserer Zuschauer ist mittlerweile auf Platz 20 auf Legend gekommen. Also ist Platz 20 im Legend-Rang. Also spielt momentan wirklich oben mit. Sehr interessant, finde ich. Okay, was machen wir hier? Wie viel Schaden haben wir denn? 6, 7? 7, 9. Irgendwie machen wir das hier. Kämpfe meiner Seite. Aber das müsste ja reichen. 6, 7, 11, 13. Das ging schnell. Aber wir machen natürlich wie immer noch ein Match. Ob der Luca noch ein anderes Deck spielen will.
Oder ob er nochmal dasselbe spielt. Ein Magierdeck, das könnte ein bisschen schwieriger werden. Mit dem Gepinge. Ich denke, wir behalten die Hand so. Die Folge kommt entweder heute Nacht oder eben morgen dann. Je nachdem, wie ich es schaffe. Arena muss ich ja auch noch spielen. Mal schauen, wie das dann läuft. Ah, das ist schon besser. Ich wollte gerade sagen, es quält mir nicht, den Hundemeister da drauf machen zu wollen. Damit können wir den aber auf jeden Fall kaputt machen. Ich denke, das machen wir auch. Dann benutzen wir auch Tracking, wenn es vom Mana her schon mal passt. Fast ist nicht so schlecht. Hymene, weiß ich nicht. Die Hymene brauchen wir, denke ich, später. Das ein Tierbegleiter haben wir schon. Wir haben 3 und 4 Drop. Ich denke, wir nehmen den Fast hier zum Finishen. Später. Können wir hier sowas wie Arkane Explosion, wollte ich sagen, vorstellen? Oder habe ich ein bisschen Glück gehabt? Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt. Ein Lehrling. Kein Schwein, bitte. Naja, gut. Auch nicht so schlimm. Das war's. Eigentlich war es egal, was rauskommt, von daher. Was soll's. Da kommt die Arkane-Explosion. Okay. Board clear. Ich denke, wir schießen, statt den hier zu spielen. Muss nicht sein, dass er auf dem Feld liegt jetzt. Wird wahrscheinlich eh nur tot gepinkt werden. Ja, das ist doch ein gutes Target. Für die Kodo. Das ist halt noch was der Luca, denke ich, rausfinden musste spielen, damit er einfach weiß, welche Karten er jetzt in welchem Zug nicht spielen sollte. Auch wenn er es natürlich kann. Das war zum Beispiel auch nicht wirklich schlau, weil er halt einfach mit dem Schaf traden konnte. Hätte er lieber gepinkt, statt den Murloc auszuspielen, wäre es besser gewesen. Ich meine, du wirst dir die Folge ja dann auch ansehen. Und dann kriegst du jetzt hier nochmal ein paar Tipps gleich mit. Weil so hast du im Prinzip einfach den Murloc für verschwendet, dass ich mein Schaf reinjage, obwohl du das Schaf einfach hättest pingen können. Weil von meiner her hätte es ja gereicht. Bereit zum Ausritt! Nehmt das! Das geht leider nicht. Wie viel Damage haben wir hier eigentlich? 6, 11, 13. Ist nicht so viel.
kennen die Schnappkiefer. Stärken die beiden da rein. Machen die 4 Damage. Eben auch einen Fehler gemacht, weil ich gedacht habe, dass der Hund die Spinnen bufft, weil ich nicht drüber nachgedacht habe, dass das ja gar keine Biester sind, sondern spektrale Wesen. Hier hättest du auch lieber den Hund pingen sollen, weil es mehr Damage rausnimmt. Oh, was haben wir denn da bekommen? Oh Mann. Eigentlich brauchen wir ihn gar nicht. Ich glaube, wir sind coolerer Finish. Kriegt man den König Knirsch aus dem Spinner, ey. Der Wahnsinn. Ich habe den, glaube ich, noch nie ausgespielt. Obwohl ich ihn selber ja habe. Weil man ihn halt einfach in keinem Deck spielt. Das war zum Beispiel auch eher suboptimal. Hättest du jetzt lieber mit dem hier die Schildkröte getötet, hättest du und den Ping auf ihn hier, auf den 1-1er benutzt, wäre der 4-3er zwar noch da. Ne, hättest du ja auch den Feuerball auf den 4-3er dann gespielt. Hättest du das Board clear gehabt und du hättest auf dem Ogre weniger Schaden genommen. Weil der Ogre macht ja eh die 7 Schaden, die die Turtle hatte. Also hättest du auf jeden Fall das Board clear gehabt und du hättest weniger Schaden auf dem Ogre gehabt. Das sind halt noch so Kleinigkeiten, da muss man einfach mehr spielen, um die herauszufinden. Wie gesagt, das können wir gerne auch dann nochmal machen, ich habe sie ja vorhin schon geschrieben. Und auch gerne an alle anderen, die mal in der Folge auftauchen wollen. Einfach anschreiben und dann gucken wir mal, wie wir das irgendwie zusammen hinkriegen. Ja, machen wir an der Stelle erstmal wieder einen Schluss. Ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.